Sportchef Horst Held von Hannover 96 hat Gespräche mit dem Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Köln über einen möglichen Wechsel angekündigt. Mehr zum Thema kostenlos anmelden, Fußball-News jetzt bequem per WhatsApp Köln auf Managersuche. Hammer, Horst Held soll Schmadtke Nachfolger werden. Bundesliga am Freitag, kein Sieger nach hartem Fight in Hannover. Ja, ich möchte mit Köln reden, sagte Held nach dem 1:1 im Aufsteigerduell gegen den VfB Stuttgart. Wenn er es nicht tun würde, könnte es ein Riesenfehler sein, sagte Held, er könnte Gefahr laufen, dann nicht mehr glücklich zu sein. Es gehe für ihn darum, das Interesse der Kölner abzuwägen und im Kopf zu bearbeiten, sagte der 47-jährige Held, der in Hannover noch einen Vertrag bis 2020 besitzt. Sportvideos Arsenal-Trainer Wenger, definitiv kein Elfmeter-Bosz, Ultimatum. Beschäftige mich nicht damit. Bayern holen Ex-Stürmer zurück. Stöger, sind eine echte Pokalmannschaft. FC Bayern, Freude über Sieg, Frust über verletzte. Bayerns Sportdirektor über Thiag und Robben unzufrieden mit dem Spiel, Vorfreude auf Paris Tedesco zu Goretzka. Gerüchten, lässt uns kalt. Bosz erklärt BVB-Pleite, Kapitän verteidigt Trainer Traumtor von der Mittellinie. Boris Becker wird am 22. November 50 Jahre alt. Klopp, haben aufgehört, Fußball zu spielen. Unglaubliches Traumtor in der 8. Liga Rummenigge, so geht's weiter bei Manuel Neuer. Witzige Klopp-Abfuhr für den FC Barcelona. Tinitzle, T7892-96-9632, Held, es geht um meinen Heimatverein. Das ist eine außergewöhnliche Situation für mich, deshalb muss ich dieses Gespräch führen. Schließlich sei der Ex-Profi am Rhein groß geworden, es geht um meinen Heimatverein. Held spielte von 1987 bis 1995 in Köln.